Ja, hallo zusammen. Ich habe hier heute mal eine Aufgabe der etwas anderen Art. Ich habe hier ein altes USB-Festplattengehäuse. Es ist wirklich älter. Wir haben hier noch einen alten USB-Anschluss und ein Stromnetzteilanschluss separat mit Ein- und Ausschalter. Leider besitze ich dieses Netzteil nicht mehr. Ich möchte ganz gerne gucken, ob die Festplatte noch funktioniert und an die Daten rankommen. Ja, nun ist es so, dass wir hier sehen, was für ein Anschluss es ist. Das ist nämlich noch ein alter IDE-Anschluss mit einem 12-Volt-Netz-Stromanschluss separat hier entsprechend. Das heißt, ja, kein Serial-Adapter, kein USB, kein moderner Anschluss, kein USB-C hier in der Nähe. Das heißt, ich brauche einen Adapter, um an die heutigen Rechner daran zu kommen. Habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich mir ein USB 3 zu auch IDE-Konverter bestelle und möchte mit euch hier gemeinsam von der alten IDE-Festplatte, 250 GB steht hier drauf, seien es, ja, von da gerne mal die Daten runterkratzen. So, das heißt, wir gucken uns als erstes mal an, was dieser Adapter hier so mit sich bringt. Ich habe ihn gerade noch nicht geöffnet. Sauber hier alles eingepackt. Wir haben USB 3, USB 3 mit dem USB-A-Stecker-System. Wir haben hier das Anschlusskabel für die Festplatte. Ein Netzteil, damit die Festplatte auch mit Strom versorgt wird, ausreichend. Und den Konverter selbst. Den packen wir mal aus. Schauen uns hier die Anschlüsse mal an. Prima, wir haben hier also zwei IDE-Normen, die einmal erfüllt werden. Einmal 3,5 Zoll und 2,5 Zoll Anschluss, also auch für ältere Notebook-Festplatten geeignet. Und Serial-Adapter haben wir hier auch im Anschluss, ganz wunderbar. Dazu haben wir den USB-3-Stecker, den Stromanschluss hier, das können wir ja auch gleich schon mal präparieren. Zack. Und den Netzteilanschluss, ganz hervorragend. Und das Kabel kommt dann da rein. Prima, dann ist das soweit geschafft. Ich löse jetzt hier die Festplatte aus dem Chassis hier und dann schließen wir sie dort gemeinsam an und das Ganze mal am Rechner. So, jetzt habe ich die Festplatte rausgeschraubt und nun bringen wir mal alles zum Anschluss. Wir haben 3,5 Zoll IDE haben wir hier. Den stecken wir da einfach mal rein, mutig, das funktioniert. Dann versorgen wir die Festplatte mit Strom. Das machen wir so. Und schließen jetzt das USB-3-Kabel an. Darüber stellen wir dann gleich die Verbindung zum aufnehmenden Computer her. Zack. So. Jetzt schneiden wir hier einmal und ich hole den Computer. So, der Computer hat sich dazu gesellt. Ich mache ihn mal an, fahre ihn hoch und schließe das USB-3 USB-Kabel hier in den USB-Slot ein. Melde mich am Notebook an. Und betätige jetzt mal den Einschalter. Die Festplatte fährt hoch. Langsam, wie das so mit Festplatten noch ist. Und jetzt gucken wir mal, ob sich da am Computer was tut. Ja, und tatsächlich kann ich jetzt sagen, es hat funktioniert. Und ich kann ja auf die Sicherung zugreifen. Die Festplatte wurde erkannt.
Was noch zu beachten war, das habe ich gerade umgestellt, die gute alte Zeit der Jumper ist noch nicht vorbei. Das heißt, wir waren hier auf Cable Selected eingestellt und das habe ich tatsächlich gerade geändert und habe es auf Single or Master gestellt. Das heißt, ich habe hier gerade den Jumper abgezogen und mit diesem Kniff lässt sich dann in diesem Setup hier auch die Daten über das USB-3-Kabel hier über den aktuellen Rechner mit USB-3-Anschluss dann auch rüberziehen. Genau. So, jetzt könnt ihr darauf zugreifen und alle Daten auf ein modernes Medium rüberziehen oder einfach auf euer NAS als Datengrab verwenden. Macht's gut!